ein kleines, gemütliches Vorstadtlokal, das hab ich da neulich entdeckt. Fauteuils haben kein Sand und Klavier kein Pedal und Krachosch, so heißt dort das Sekt. Im Grand Hotel ist es mondäner, doch hier ist es tausendmal schöner. In einem kleinen Café in Hanoi spielt's Grammophon mit leisen Tonern in der Schweiz. Da genügen zwei Mokka paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanoi klopft manches Herz hinauf bis zum Holz. Und gehen zwei Verliebte sich dort Rendezvous, drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Die Tassen, die sind dort aus dicken Porzellan, zerbrechlich so leicht sind die nicht. Die Herzen dagegen sind sehr filigran, und öfters kommt's vor, dass eins bricht. An Zeitungen haben's keine Spesen, hier wird in den Augen gelesen. Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanoi klopft manches Herzerl hinauf bis zum Holz. Und gehen zwei Verliebte sich dort Rendezvous, drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Da steht auf drei Füßen ein altes Biar, man weiß nicht wozu überhaupt. Nur dann und wann spielt Karambol dort ein Paar, Massestöße sind nicht erlaubt. Beim Schach fehlt ein Turm und der König, aber das kümmert die Leute draußen herzlich weh. Hallo Wien, hallo Österreich, einen ganz, ganz herzlichen Gruß von unserer Seite. Ich habe mir einen Wiener gestohlen auf die bayerische Seite, damit wir hier in dieser stillen Zeit, die ja durchaus auch etwas Positives, nämlich Besinnliches hat, auch etwas Vernünftiges tun, nämlich zusammen Musik machen. Und warum sollten Sie nicht zu Hause in Wien davon profitieren und in Österreich, dass wir hier kooperieren und aus der Ferne diesen Gruß der Sehnsucht nach dem nächsten Kaffeehausbesuch in Wien schicken. Alles Gute!